Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, schön, dass wir hier sind. An einem völlig neuen Morgen verbinden wir uns in der Wahrheit. Jesus sagt im Kurs, dass die Stimme des Heiligen Geistes in uns noch so schwach ist, dass wir uns verbinden müssen, dass wir teilen. Und dass er uns einlädt, wirklich wahre Ideen zu teilen, uns nicht zu verstecken, sondern wirklich aus unserem herauszutreten, aus unserer Identität, aus unserer alten Identität, die uns vielleicht zurückhält, wo wir vielleicht noch nicht so sicher sind, ob wir wirklich, wirklich, wirklich das mit ganzem Herzen tun wollen und teilen wollen. Und da treten wir einfach heraus, ich genauso. Wir treten heraus und wir teilen wahre Ideen. Und indem wir sie teilen, werden sie verstärkt. Und das ist, was wahres Lehren und Lernen ist. Wir können nicht ein Teilzeit-Christus mehr sein. Wir können nicht nur hier und da das wollen, sondern wir müssen wirklich heraustreten. Vielleicht mag einer sagen, ja, ich habe ja nichts zu teilen. Oder ein anderer sagt, ja, ich bin ja schüchtern. Oder ein anderer sagt, ja, was ist denn, wenn das nicht angenommen wird? Aber um das geht's ja nicht. Es geht nur einmal aufzustehen und zu sagen, ich trete heraus. Ich zeige mich als der, wer ich wirklich bin. Und das ist so mein tägliches Brot, einfach zu teilen, wahre Ideen zu teilen, damit ich den Heiligen Geist in mir wirklich hören kann, immer stärker hören kann. Und das ist einfach das größte Geschenk, dann dies wirklich in dieses Licht zu kommen mit meinen Brüdern und diesen Lichtkreis zu bilden. Und das ist, was wir jeden Tag oder fast jeden Tag auch zumachen. Und das ist, was wir auch hier machen. Wir treten heraus aus unseren Ideen der Vergangenheit in eine wahre Idee der Gegenwart und verbinden uns. Und wenn wir uns verbinden und uns in dieser wahren Identität teilen, dann sind wir glücklich, dann verändert sich das in uns, dann ist passiert Heilung und deshalb sind wir ja hier, weil Heilung passieren soll. Wir sind geheilt und ganz, so wie Gott uns schuf und doch vergessen wir es immer wieder, dass wir geheilt und ganz sind. Und ja, es findet einfach ein Vergessen statt. Und eines der Mittel, um uns immer weniger zu vergessen und immer mehr zu erinnern, deshalb sind wir ja hier, ist das Teilen von wahren Ideen. Und eine wahre Idee, die heute in meinen Geist gekommen ist, ist die Jesus uns in der Bibel schon lehrt. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was heißt das? Seht euren Bruder durch die Augen des Heiligen Geistes. Es gibt zwei diametral gesetzte Ideen, wie ich meinen Bruder sehen kann, durch die Augen des Heiligen Geistes. Dann sehe ich ihn in seiner wahren Identität, in seiner Vollkommenheit, so wie Gott ihn schuf. Oder ich sehe ihn durch die Augen des Egos, des Urteils. Dann schaue ich auf die Fehler meines Bruders. Und ich erkenne, was er gerade falsch macht. Und indem ich das erkenne, halte ich mich selber in meiner falschen Idee über mich selber. In meinen Fehlern. Weil wenn ich seine Fehler sehe, muss ich es durch meine Fehler sehen. Das ist das Gesetz oder das ist die Wahrnehmung, könnte man sagen. Das ist das Gesetz der Wahrnehmung. Was ich in meinem Bruder wahrnehme, mache ich in mir selber manifest. Manifestiere ich in mir selber. Ja. Und das ist, was wir machen hier als Menschen. Wir schauen immer auf die Fehler, wir schauen auf die Unvollkommenheit. Wir schauen immer hin auf seine Fehler, was er gerade nicht gut macht. Und versuchen, glauben wirklich, dass wir diese Fehler korrigieren müssten und dass es unsere Aufgabe wäre. Und das ist die sogenannte Gutmütigkeit des Egos. Ich bin ja so gutmütig, ich weise meinen Bruder auf seine Fehler hin. Ich will ihm ja helfen zu wachsen. So denkt das Ego. Das ist, was das Ego als das Gutmütigste erachtet. Ich helfe meinem Bruder zu wachsen. Ich weise auf die Fehler hin. Ich zeige es ihm auf. Sonst könnte er sie ja nicht sehen, vielleicht.
Jesus sagt, welche Arroganz, ne? Das ist die Arroganz des Egos, dass ich so der Wächter bin. Ich nehme die Rolle des Wächters ein. Ich wache über, ich bin der Gute und ich wache und ich will ihm ja nur helfen. Durch mich kann er ja wachsen, wenn ich ihm das sage, was er gerade falsch macht oder was er anders und besser machen könnte, dann bin ich, nehme die Rolle des Wächters ein und zeige ihm das. Und wenn er das nicht tut und das nicht diese guten Ratschläge von mir annimmt, dann werde ich ärgerlich und böse. Ja, wie kann er das nicht sehen? Ich will ihm doch nur helfen. Kennst du das? Kennst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ich glaube, jeder weiß, von was ich spreche hier ganz genau. Ich glaube wirklich, es bräuchte mich. Ich bin so wichtig hier. Als Wächter des Universums, als Retter des Universums, als Retter meines Bruders trete ich auf, der mir so viel helfen kann, weil ich ja schon so weit bin spirituell, weil ich ja schon so weise bin, schon so erwacht bin. Nein, die Botschaft ist immer nur für mich. Ich bin der, der was angeleitet wird, es anders zu sehen. Ich bin der, der meinen Bruder in dieser Rolle hält. Und ich bin der, der mich gemeinsam mit meinem Bruder aus dieser Rolle, aus diesem Spiel, aus diesem Vergessen, es geht wirklich, es ist ein Vergessen. Weil wie könnte das wirklich mein Bruder sein? Hat ihn Gott wirklich mit Fehlern erschaffen? Unvollständig? Hat Gott wirklich bei der Schöpfung meines Bruders einen Fehler gemacht? Das heißt, er könnte auch bei meiner eigenen einen Fehler gemacht haben. Und vielleicht ist das meine Überzeugung. Ich glaube wirklich, er hätte einen Fehler gemacht. Kann das wirklich sein, dass Gott Fehler macht bei der Schöpfung? Oder vielleicht habe ich einen Fehler in der Wahrnehmung. Und das nennt man Ego. Ich glaube, dass Gott einen Fehler gemacht hat, dass ich wahre zweiter Wahl bin und durch diese Perspektive sehe ich ja auch meinen Bruder. So wie ich mich selber wahrnehme, so nehme ich meinen Bruder wahr. Und deshalb brauche ich Hilfe. Ich brauche den Heiligen Geist, der meine Wahrnehmung berichtigt. Weil sonst findet ein ewiges Spiel statt, ein ewiges Spiel. Und wir sind müde. Und deshalb sagt Jesus, die Welt ist müde geworden von dieser falschen Wahrnehmung. Von diesen Fehlern, ich nehme nur Fehler wahr und ich glaube wirklich, ich als Wächter müsste sie korrigieren. Das macht mich müde, weil es ein falsches, getrenntes Denken ist, weil ich eine Rolle einnehme, die mir nicht zusteht. Ich bin nicht der Wächter dieser Welt. Ich bin nicht der, der Gott sozusagen überwacht, aber wirklich eine gute Arbeit geleistet hat bei der Schöpfung. Ich muss echt lachen, weil es so in meinem Geist ist, weil das ja wirklich ein kosmischer Witz ist. Das Ego ist ein kosmischer Witz, ich in Raum und Zeit bin ein kosmischer Witz, weil ich einfach so vergesse, was wirklich, wirklich, wirklich mir angeboten wird, sondern es einfach immer klein halte, immer in diesen begrenzten Fehlern halte und immer darauf mich konzentriere. Und da kommt Jesus und sagt, wach auf, wach du auf. Ich zeige dir eine ganz andere Welt. Ich lasse dir die Welt durch die Augen des Heiligen Geistes, deinen Bruder, sehen. Du wirst erkennen seine Größe und dadurch wirst du deine eigene Größe erkennen. Mich in den Fehlern zu halten, ist ja, was Kleinheit ist. Das ist ja, was das Ego will. Ich halte mich immer hier. Das kann ich ewig spielen. Diese Kleinheit, die haben wir ewig gespielt und die hat uns müde gemacht. Und jetzt kommen wir zur wahren Größe, zur wahren Schau durch den Heiligen Geist. Wir erkennen den Heiligen Geist in unserem Bruder und sehen die Vollkommenheit und sehen seine Schönheit, seine Reinheit. Und erkennen, dass er ja nur eine Rolle spielt, so wie ich nur eine Rolle spiele und die Rolle nichts mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit, mit Gottes Schöpfung zu tun hat. Und dass ich darüber hinaus sehen kann. Zu wer er wirklich ist, wer du wirklich bist
Wenn ich diese Wirklichkeit erkenne, dann macht es Klick in meinem Geist. Dann erkenne ich meine eigene Wirklichkeit, mein eigenes Licht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen, weil das ist, was Wunder sind. Die Vereinigung mit unserem Bruder, aber nicht im Fehler, nicht in der Kleinheit, sondern in der Größe, in der Berichtigung, in der Sühne, in der Lösung, könntest du sagen, in der frohen Botschaft der Vollkommenheit, die wir nur vergessen haben, aber die niemals weg war, weil Gott uns vollkommen erschaffen hat, ohne Fehler. Kein Fehler in der Produktion, sozusagen. Und dafür sage ich dir Dank, mein lieber Bruder, dass du mir das, dass ich das in dir erkennen darf, weil das ist das Glücklichste, das einzig Wahre, was ich in dir erkennen darf, ist deine Vollkommenheit, so wie Gott dich erschaffen hat. Und deshalb kommen wir zusammen, weil das vereinigt uns wirklich. In den Fehlern können wir uns nicht vereinigen, aber in der Wahrheit, in der Vollkommenheit, sehr wohl, im Licht Gottes. Und das ist, was wir hier machen, und das ist, was wir dich einladen, heute um 19:15 Uhr. Wir verbinden uns in der Wahrheit. Wir erkennen uns. Wir feiern gemeinsam. Wir sind froh gemeinsam. Und du bist herzlich willkommen dazu. Komm einfach so, wie du bist. Jeder ist ein großes Geschenk. Jeder ist ein großer Schatz. Danke, mein lieber Bruder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. In der Erkenntnis, dass dein Bruder und du, dass wir vollkommen sind. Dass es keine Fehler gibt, dass wenn sie erkannt werden, jederzeit berichtigt werden können vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist in uns. Und dann kommt diese Freude und diese wahre Verwandtschaft, diese wahre Brüderschaft, dieses wahre Wunder geschieht. Danke, mein lieber Bruder. Wir sehen uns in einem Augenblick. Danke.